Hallo bei Haushof Hühnerstall. Ich wünsche euch allen ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2018. Vor allen Dingen ein erfolgreiches Gartenjahr oder was auch immer ihr für Projekte habt. Da wünsche ich euch auf alle Fälle gutes Gelingen. Und ich möchte mich natürlich ganz herzlich nochmal bedanken bei euch allen. Ihr habt wirklich, also es waren über 200 Kommentare und es waren wirklich sehr viel Lob für meinen Kanal dabei. Also vielen Dank, das bestärkt mich natürlich in dem, was ich hier mache, das auch weiterzumachen. Ich finde es super, dass ihr ganz viele Leute mich jetzt gefunden haben und mir jetzt folgen und schauen, was ich so mache. Also unbedingt auch mal in die alten Videos reinschauen, was da so passiert ist. Und natürlich auch dranbleiben und schauen, was hier weiter passieren wird dieses Jahr. Ich möchte euch natürlich 2018 zeigen, wie der Naturgarten hier draußen entsteht, wie die Sachen wachsen, ob das alles so wird, wie wir das geplant haben, oder ob das doch irgendwie ja, letztendlich alles wieder grüner Rasen wird, was natürlich große Kacke wäre. Aber genauso gut haben wir vor, mit den Obelinkens hier zu brüten. Also das wird auch sicherlich ein spannendes Thema werden, was ich mit der Kamera begleiten möchte. Und ich möchte natürlich auch die Bienen erweitern. Ich habe da einen super Verein gefunden, den ich da unterstützen möchte. Das ist das Wunderland in Wachau. Da könnt ihr mal schauen auf der Website. Die engagieren sich ganz stark für ja, Heimatkultur und aussterbende oder bedrohte Haustierrassen. Und da werde ich mich um die Bienen kümmern und auch euch das eine oder andere von da natürlich auch zeigen. Bauprojekte wird es natürlich auch wieder geben. Geplant ist, dass wir die Terrasse am Haus machen und die Eingangstreppe. Also so, dann brauchen wir noch einen Zaun hier um das Grundstück drumherum. Das wird sicherlich oder hoffentlich dieses Jahr werden. Da muss ich natürlich auch gucken, dass ich die Finanzen zusammenbekomme. Und die Hühner sollen natürlich auch einen größeren Auslauf bekommen. Da habe ich den Wildzaun schon da. Der wird auch aufgebaut. Also jede Menge, was hier noch passieren wird. Weiterhin hoffe ich natürlich auf meine ersten Eier. Ich habe jetzt schon mal Gipseier hier reingelegt in die Nester. Vielleicht wird es ja jetzt gerade, wenn die Sonne so schön scheint, kriegen die auch ein bisschen mehr Licht. Und ich hoffe, irgendwann bekomme ich von meinen Opinkens auch mal ein Ei gelegt. Ich habe jetzt die Auflösung hier für das Gewinnspiel der Garten-YouTuber. Ich verlose ja dieses Saatgut von Samenmeier und habe jetzt vier Leute aus so einem random YouTube-Comment-Picker mir raussuchen lassen. Ja, jetzt kann ich hier noch offiziell die Gewinner küren. Also freuen darf sich die Olga B., dann der oder die Mafa, Permaglück, herzlichen Glückwunsch, und Christopher Berg. Also euch vieren herzlichen Glückwunsch. Die Leute, die auf Instagram mitgemacht haben, die haben mich auf Instagram schon gekürt, die Gewinner. Also vielleicht habt ihr da Glück gehabt, da schaut einfach mal rein. Den Vieren hier wünsche ich viel Spaß mit dem Gewinn. Ich hoffe, die Pflanzen wachsen gut. Da könnt ihr mir gerne auch mal irgendwie Bilder schicken oder Nachrichten. Da würde ich mich sehr freuen. Für alle anderen, die meinen Kanal noch nicht abonniert haben, bitte abonniert den Kanal, dann verpasst ihr kein Video. Folgt mir auf Instagram, da freue ich mich natürlich auch. Und ja, wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntagabend. Tschüss.